So, ein herzliches Willkommen zurück zu The Division 2. New York, ja, schön. Da fing alles an. Sicherer Bereich entdeckt. Wenig Herausforderung verfügbar. Zeigen die auch schon damit an. Können Sie uns helfen? Was sagen Sie dazu? 2 in Southwest und 2 in East. Legen Sie Ihre Schusswaffe ab und nennen Sie Ihren Namen am Eingang. Geiselnahme in der Nähe. Boah, ja. Sie sehen gut aus, Agent. Ich weiß. Ich wollte irgendwas noch sagen, aber mir ist einfach nichts eingefallen. Nichts, was nicht verletzend ist. Mikrofon ist ein bisschen nah. So, jetzt muss es passen, glaube ich. Gib ihm einen Kompass und er führt dich direkt in einen Hinterhalt. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Vom Esther aller. Immer eine Kugel nachladen, das ist sehr hilfreich. Geh mal nicht auf den Sack. Klar, hier können wir noch was machen, aber so brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Hier eigentlich auch nicht. Kampf. Geiselnahme in der Nähe erkannt. Ein Kampf! Solange es nicht mein Kampf ist. Okay. Entschuldigung. Sagen kann doch hier irgendwo durch. Ich schwöre dir, in der Nähe. Dieser Bereich hier immer. Also hol ich schnell später. So. Vorräte entdeckt. Ohne AKM. Na, alles Paletti hier. Freut mich. Freut mich! So. Dann machen wir doch gleich unseren schönen Abwurf. Ja, das ist immer... immer ein Vergnügen. In der Nähe.
Trinkwasser entdeckt. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Sich nähernde Feinde erkannt. Schnell, 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 schnell. Heute ist wieder Dryhard-Modus an, Freunde. Das ist eigentlich immer so. Vorräte entdeckt. Nachschublieferung eingenommen. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Sich nähernde Feinde erkannt. Falsche Seite. Okay, geschafft. Geschafft, geschafft, geschafft. Vorräte in der Nähe. Nachschublieferung eingenommen. Jawoll. Die ACS. Okay. Nachschublieferung eingenommen. Alle Kisten sind nun leer. Nachschublieferung erfolgreich. Boah. Boah, reingezischt, ey. Okay. Ich würde sagen, darum ist ein Nebeneinsatz. Ich glaube, das war der Ort, wo wir nicht reinkommen, oder? Mit Trinken. Oh, nicht so. Ja, das war das. Ich glaube einfach, dass man erst reinkommt, wenn es eine Mission hier gibt oder so. Da haben wir. Stimmt, da haben wir die Mission gemacht. Jetzt kommen wir da auch rein. Ja, hier ist sehr viel Wasser. Mich das schon wieder feier. Ich muss es oben sein. Ganz am Rand. Ich glaube, ich habe gar keinen Platz mehr, kann das sein? Ja, okay. Schaut es mit den anderen aus, habe ich nicht geschaut. Nahrung ein bisschen. Bisschen Nahrung.
Und dann könnten wir vielleicht auch irgendwen liefern. Am besten East Mall. Im East Mall. Schmerzmittel. Electronic. Oh mein Gott! Die Femmes, die habe ich noch nie gehabt. Weil beim ersten Teil gab es ja die, glaube ich, nicht. Also, glaube ich. Beim ersten hatte ich die auch nie. Okay, ich habe den ersten die durchgespielt, weil, ja. Soll ich jetzt damit schon wieder anfangen? Warum der erste Teil kacke war? Also, im Gegensatz zum zweiten. Naja, ganz einfach. Letztendlich hat es eigentlich nur mit einem Gameplay-Feature, sage ich, so nenne ich das jetzt mal, zu tun. Und das war, dass jeder oder so gut wie jeder Gegner ein Juggernaut war und einfach alles geschluckt hat, was du denen reingeballert hast. Wenn du nicht gerade 3 oder 4 Level höher bist als er. Und bei diesem Spiel hier, bei dem zweiten Teil von The Vision, ist es ganz einfach. Die, wo sehr viel Leben haben, haben eine brutal fette Rüstung, die man abschießen kann. Mit genügend Schüsse oder mit einer starken Waffe. Okay, ich habe eben 4er Markensatz gehabt, glaube ich, von denen. Gut, jetzt habe ich halt nur noch einen 2er. Aber dafür habe ich hier einen 2er. Also ist ja der 2er. Position 5. 10 MP Schaden brauchen wir. Und 10 Gewehr. Genau die Waffen wollen wir benutzen. Nicht. Weil das ein Sturmgewehr ist. Ich hätte immer viel zu viele Waffen. Oh Gott, Alter. So, jetzt haben wir halt wieder so ein Ding hier. Hä? Ich tue die erstmal ausrüsten mit Mods. So, Position oder Reichweite? Die hat aktuell, hier müssen 50 Meter sein, das sind 25, auf knapp 30 Meter ist jetzt gerade. Es geht fast auf 40 Meter. Ich habe keine. Nochmal optimale Reichweite. Boah, Stabilität, ah, leck mich doch. Damage viel, viel geringer, aber dafür hohe Feuerrate. Ich probiere sowieso jede Waffe aus, die ich noch nicht benutzt habe in dem Spiel. Und die Abgaben kann ich wegtun. Ich glaube, wir müssten ins Weiße Haus mal wieder gehen und ein bisschen was gucken, herstellen können oder so. Ressourcen, das war voll. Sprengen Sie mit Kelso. Wir machen erst unsere 2, Aktivitäten. Wenn wir die da bleiben, dann haben wir gleich die 2. Sie versucht einen 3-Punkt? Wir sind gut versorgt. Egal. Also heute haben wir echt guten Loot für unser Level. Also ist zwar nur blau, aber
Ich muss das eigentlich nicht mehr abmachen, weil das ja keine Dinge sind, aber ich mach's trotzdem mal ab. Wieso? Nicht die ganze Waffe. Gott, da schaut ja jeder Tarnung beschissen aus. Wie macht man denn die weg? Ja, jetzt habe ich alle weggemacht. Laserpoint, oh. Kann ich bitte da runter, danke. Okay. So, da kann ich echt keine Tarnung drauf machen. Die schaut jetzt so beschissen aus. Ja. Ich wieder raus. Ich will. Ist natürlich dunkel, was nicht so geil ist. Ich glaube, wir looten eigentlich echt gut in dem Spiel bis jetzt. Weil wir sind immer fast voll. Weil wenn du auf dem Radar guckst, da bleibt immer irgendwas liegen vor der Kiste. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Da komme ich doch her, Isaac. Oh, Waffenkiste oben. Wie man das ja gleich erkennt, ey. Gleich als Schrott markieren. Die ist sogar vollautomatisch. Der lässt immer ein Gegenstand fallen. Ich frag mich, warum nur eins? Oh, MG5 Infanterie. Schaden ist aber zu wegen. Wenn der jetzt auf so 650, 700 wäre, 650 würde so gehen, hätte ich sie genommen. Anstatt die FMS. Wow, nicht darunter. Voll vergessen, also die FMS ist ja auch vollautomatisch. Weil ich kenne sie halt nur 3 Schuss. Bei die weißen Spiele. Klar, bei Battlefield war sie, glaube ich, auch vollautomatisch. Bei Battlefield 3. Hast mich nicht gesehen? Alter, die haut da komplett rein. Diese Drohne will mehr ins Leder. Nee, nee. Die will Freundschaften schließen. Komm mit, Drohne. In der Nähe.
Gegner in Gefahr. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ja? Geist in Sicherheit. Point Black, Schutzweste. Oh, jetzt habe ich halt da zwei. Oh, mehr Rüstung. Gefällt mir. Gefällt mir, Freunde. Hey, ich wollte mich nur bedanken. Ja, ja, kein Stress, ist mein Job. Außer macht Spaß, einfach Leute abzuknallen. Dafür als Held gefeiert zu werden. What the fuck? Warum hat er eine Kettensäge? Was ist mit ihm? Carabin 7. Pistolenlampe, oh. Die ist aber zu schlecht. Warum hatte der eine Kettensäge? Was stimmt mit ihm nicht? Reicht die Drohne bis dahinter noch? Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Achso. Ich dachte schon, was sind das für Geräusche?